Was ist hier los? Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Okay. Eigenartiger Spiegel ohne Spiegelbild. Welche Briefe? Obstschale. Hier komme ich nicht raus. Oder muss ich da durchgehen? Kann das sein? Oh shit. Jetzt ist hier alles spiegelverkehrt. Kerzen an, Kerzen. Ah! Komm, Kerzen an, ich will hier nicht. Oh, verdammt. Ich will hier raus, ganz ehrlich. Nein. Ich traue mich gar nicht hinzugucken. Krasse Kacke hier. Krass! Was ist das? I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it. Until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Und Leute, damit herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einer weiteren Folge Layers of Fear. Ja, ziemlich aussagekräftiges Bild, was wir hier bislang auf die Beine gestellt haben. Übel. Und warum ist denn mein kleiner Beistelltisch kaputt? Okay. Ja, also wir fassen zusammen. Es steckt Menschenhaut drin, es steckt Menschenblut drin, ne? Tja, mal gucken, was das nächste ist. Okay, also Kapitel ist abgeschlossen. So, formlose Träume war das. Das nächste Kapitel soll wohl heißen, laut dem Spiel, Form tritt heraus. Irgendwie sowas. Ach, super, okay. Das Schreiben hatte ich ja auch schon gehabt. Das hatte ich auch schon gehabt. Okay, ja, dann lasst uns ins Abenteuer stürzen. Lasst uns in das Abenteuer stürzen. Gott, dieser Soundtrack, der ist so gut. Aber hier waren wir doch schon. Warum ist denn jetzt hier bitte schön die Tür komplett zugenagelt? Da konnten wir vorher schon nicht rein. Jetzt ist es zugenagelt und mit Ketten verriegelt. Na, herzlichen. Ah, Alter! Oh Mann. Diese Typen, die sind doch krank bei Bluber. Die sind doch richtig krank. Darf ich da vielleicht trotzdem mal hingehen? Oh, jetzt wird der Soundtrack so langsam richtig angsteinflößend. Also der wird immer krasser. Gut. Einziger Weg, der uns bleibt, ist der hier. Also Leute, wenn ihr auf sowas steht, muss ich euch ganz klar sagen, ey, ihr müsst selber spielen. Ihr müsst es selber spielen. Ihr müsst euch selber gruseln. Das ist unfassbar. Wie nervenaufreibend das manchen Situationen wirklich ist. Okay, nichts Wichtiges. Alter. Darf ich schnell zurückgehen? Ich habe keinen Bock mehr. Ist das übel, ey. Krass, was mache ich denn hier? Oh, oh, oh. Gar nicht cool.
überhaupt nicht cool. Sind wir gerade in einem Kapitel, wo er seine Aggression rauslässt, ja? Von seiner Schizophrenie. Wo die zweite Person vielleicht durchkommt. Die zweite Person, die es nicht so gut mit uns meint. Ihr kleines Beistelltischchen. Ein Kleinmöbel. Oh, da ist sowas drin. Na dann. Ein weiteres Schriftstück. Über einen Jungen, der in einer Höhle aufwacht. Er findet eine mysteriöse Nachricht und eine Pistole. Dann reist er durch verschiedene Umgebungen. Wald, Felder, Fluss. Schließlich gelangt er zu einer kleinen Hütte im Wald, wo sich herausstellt, dass dies alles nur ein Produkt seines Unterbewusstseins gewesen ist, hervorgerufen von einer traumatischen Kindheitserinnerung. Er tötete den Mann, der seinen Vater ermordet hat. In der Realität sabbert er in einem Irrenhaus vor sich hin, wo er die ganze Zeit gewesen ist. Verstehst du? Der Angelpunkt ist eine Spielerei, aber ich glaube, es funktioniert. Könntest du ein Storyboard für mich machen? Wenn du interessiert bist, werde ich dir die Details sofort rüberschicken. Ganz ehrlich gesagt, ich denke, dass du diesen Job annehmen solltest. Er wird gut bezahlt und es würde deine Gedanken ablenken. Von nun, du weißt schon, von allem anderen. Bitte gib mir so schnell wie möglich Bescheid. Thomas Caldwell. Okay, anscheinend wurde unser Maler beauftragt, ein Storyboard für irgendeinen Film oder einen Kurzfilm, wie auch immer, anzufertigen. Aber ich glaube, dass ich mir noch viel, viel mehr Gedanken mache um so einen psychischen Zustand, den wir hier gerade miterleben dürfen. Er ist nämlich irgendwie ziemlich aggressiv drauf gerade. Hallo? Ein kleiner Zwischenraum, in dem nichts ist? Das kann ich mir kaum vorstellen hier bei Layers of Fear. Da! Was ist das? Wir sind schon wieder irgendwo in einem Raum. Da vorne gehen permanent Lampen. Aha! Alter! Darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet, dass hier jemand steht. Oh Mann, was war das? Was in Herrgotts Namen war das? Hallo? Ich traue mich gar nicht wirklich voran. Sonst bin ich daher so abgebrüht drin in solchen Sachen, aber... Oh nein. Kreative Blockade. Wenn ich jetzt umdrehe, dann geschieht doch wieder irgendein Quatsch. Na klar. Er hat eine kreative Blockade, aber doch nicht bei mir, bitte. Was kann ich denn dazu? Das ist so abgedreht, das ist so abgedreht. Das ist also eine kreative Blockade bei dir, ja? Sind das deine Gedanken? Soll das bedeuten, dass die gerade ein bisschen marode... Shit. Ich habe schon gedacht, da hängt jetzt jemand. Also eine echte Person. Ich habe einen Schlüssel. Warum hängt jetzt hier eine Puppe am Galgen? Hat sich selbst den Strick genommen, ja? Krass. Ich sehe hier gar nichts, ne? Es ist ein reiner Blindflug. Wie komme ich hier rein? Hallo? Abgedrehte Scheiße. Richtig abgedrehte Scheiße. Alter! Alter! Mach doch nicht sowas mit mir, ey. Ganz ehrlich. Hier. Schade, ich dachte... dass da vielleicht auch irgendein Schnipsel drin ist, der mir weiterhelfen könnte, das hier zu verstehen. Seine Brille? Komm her, wir gucken uns erstmal hier die Schubladen an. Da ist doch was. Okay, also er hat hier irgendeinen 9. Juni angemarkert. Juni, nicht vergessen, was ist am 9. Juni? Was ist am 9. Juni? Ich kann hier auch nichts drehen. Geburtstag, Hochzeitstag, irgendwas. Nichts drin, okay. Soll ich mal ausmachen? Jetzt ist die Tür, durch die wir gekommen sind, weg. Oh Mann, ey, ganz ehrlich. Okay, komm.
Er hat hier die Tür eingetreten. Warum auch immer. Wofür habe ich diesen Schlüssel gefunden? Oh, Licht an Licht. Komm. Es hat jetzt kaum was gebracht, ey. Es ist immer so stockduster hier. Oh, echt übel. Richtig übel. Ein weiteres Schreiben. So, vielleicht erklärt das ja das, was hier mit ihm los ist. Meine, er ist ja irgendwie schon ziemlich schräg drauf. Ich weiß nicht warum. Okay, 15. September. Heute wieder neue Zettel. Sogar noch schlimmer als die davor. Ist das schon wieder ein Vorwurf an seine Frau? Das Traurigste daran ist, dass ich jedem Wort zustimme. Okay. Da gibt es noch irgendeine weitere Erklärung für irgendwas? Das Traurigste ist, dass ich jedem Wort davon zustimme. Also. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Wahrscheinlich wäre ich sonst an eine Decke gegangen. Alter. Was ist denn hier auf einmal? Oh, 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 oh. Was hat er denn da gemalt? Mann mit Messern in der Hand. Und hier, ich weiß es nicht, eine Frau? Ach du Scheiße. Wir sind schon wieder in diesem Zwischenraum. Ich werd bekloppt, ne? Ich werd echt doch bekloppt. Echt krass. Echt krass, okay. Was haben wir hier? Was ist denn da passiert? Ach du Scheiße, ich weiß. Jetzt ist der Gang hier wieder frei. Hier ist doch gerade uns die Vase entgegengekommen. Also zumindest, es sah sehr ähnlich aus. Oh, endlich ist der Raum offen. Rein theoretisch ist der jetzt offen. Komm, wir gucken uns nochmal vorne an. Kommen wir hier auch durch? Ja, hier würden wir auch reinkommen. Was haben wir denn da? Ein zweites Arbeitszimmer? Blinde Narren. Ignoranten. Okay. Alles klar. Blinde Narren, Ignoranten. Ein Zeichen dafür, dass vielleicht die Kritiker mit ihm nicht so gut momentan umgehen, oder wie? Und immer das Gleiche. Blinde Narren, Ignoranten. Einfallspinsel haben wir ja auch noch stehen. Idioten und, also. Okay, anscheinend. Ich vermute mal als. Was stand da? Blinde Narren, okay, das haben wir alles schon. Ich vermute mal, das ist wohl als sein Gemecker zu verstehen, weil wir letzte Episode ja gelesen haben, dass die Kritiker mit seinen Bildern nicht allzu gut mehr umgehen. Meine Wasser. Irgendwie bei so manchen Bildern auch Verständnis, könnte man sagen, oder? Hm? Ich weiß es nicht, ich bin kein Kunstkritiker. Puh. Oh, wo sind wir denn hier, bitte? Okay, hier geht's nicht lang. Wir müssen also runter, ja? Was will er uns damit sagen? mit seinem Hinkebein hier. Also wurde noch gar nicht drauf eingegangen, wodurch er sein Bein verloren hat, oder sehe ich das falsch? Oder habe ich das vielleicht einfach nur nicht mitgekriegt, eventuell? So, eine Pfeife. Ein Schreiben, was wir nicht nehmen können. Hier drin ist auch nichts, oder? Ich sehe da definitiv was, aber wir kommen da nicht ran. Nee, das wird nichts sein.
Okay. Liegt hier noch irgendwas Relevantes für mich rum? Kein Foto, kein Schriftstück, kein gar nichts. Da ist doch irgendwas. Okay, also wir könnten da drauf gehen. Auf die Leiter. Können wir die vielleicht auch schieben? Ich habe da vorne irgendwas gesehen. Tatsache. Okay. So, dann mal hoch. Ist abgefahren. Ein weiterer Schlüssel. Dieser Schlüssel öffnet uns die Räume seiner Gedankenwelt. Wer war gerade dieses rumlaufende Etwas da? War es eine Frau vielleicht? Krass. Boah, das ist aber eindringlich, dieses Telefon. Furchtbar. Das macht einen ja richtig bekloppt. Scheiße. Das Telefon ist da oben, ja? Aber... Wie war das, sich im Kreise drehen, ne? Das kommt mir irgendwie gerade sehr... kommt mir gerade wieder in Erinnerung. Kannst du nicht nehmen. Ich komme mal wieder hier hin. Es gibt den Weg einfach nicht mehr runter. Das Telefon ist schon wieder weg. Was möchte er mir damit sagen? Was ist mein Auftrag hier? Das ist doch rückwärts rum. Warte mal. Muss ich vielleicht rückwärts rumgehen? Ne, es sind auch die gleichen Räume hier. Okay, das war wohl richtig, ja? So, jetzt ist die Frage... Shit, Alter! Ach, ich bin schon hier unten. Yes, speaker. Hello? Yes, speaker. What? What fire? Oh, God. Is she... Which hospital? I'm on my way. Okay. Das gehörte wohl noch zur Geschichte, die wir letzte Episode miterlebt haben, wegen der Hauttransplantation. Seine Frau ist anscheinend verbrannt. Auch übel, ne? Auch echt übel. Im Beruf kein allzu großen Erfolg mehr. Da verbrennt ihm die Liebe seines Lebens. Der Hund stirbt. Bin ich jetzt hier richtig, ja? Oh, scheiße, das ist auch schon wieder gar nicht gut. Ruhelose Gedanken, ruhelose Erinnerungen. Oh, wollen wir da wirklich reingehen, ja? Ich weiß ja nicht. Ah, Alter! Okay. Alles klar. Das heißt für so viel wie... Lass mich in Ruhe. Wer war das? Shit, Mann. Wie sieht denn das hier aus? Kranke Erinnerung, ja, das glaube ich allerdings auch. Oh, ich traue mich echt gar nicht weiter. Warum ist der ganze Raum hier auf dem Kopf? Das war mal völlig krank. Da oben ist noch so ein Zettel mit einer Ratte. Komm ich gar nicht. Doch, komm ich ran. Oh, was hat er denn wieder für absolut kranke Gedanken, ne? Flatternde Schrecken, seid still. Konstantes Flattern. Fressen andere Ratten. Ja. Von mir aus fressen sie auch andere Ratten. Ist mir völlig gleich. Der ganze Raum steht Kopf.
Oh, will ich hier wirklich hin? Bin ich überhaupt richtig? Kann ich nicht vielleicht sogar auch zurückgehen? Krasse Scheiße. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Cut. Hab Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Däumchen, Kommentar nicht vergessen. Das wäre richtig klasse von euch zu hören. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Layers of 4. Bye.